Schießen die etwa Vögel? Schweinerei. Können doch nicht einfach auf Vögel schießen. Ein Multikühl. Voll überreicht die spät. Wie gesagt, privat laufe ich hier einfach rum. Guck mir die Läden an. Also hier zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das klappt. Das wäre natürlich sowas von klar, wenn das jetzt nicht klappen würde. Naja, das klappt nicht. Schade. Da muss ich auch nicht sagen, was ich wollte. Sowas zum Beispiel mache ich ganz gerne. Einfach gucken, was kann man zerstören, wie kann man es zerstören. Hier zum Beispiel ist Glas. Na? Wundert mich so ein bisschen, dass das jetzt wieder ausfällt. Ist ja sowas, mache ich einfach ganz gerne. Privat. Natürlich nicht nur. Ich laufe auch einfach ganz gerne rum, guck mir die Umgebung an. Ich glaube, ich habe da zum Beispiel ein Haus gesehen, dass man rein kann. Siehst du mal? Das Spiel schlägt ja voll aus solchen Details. Hier können wir zum Beispiel in jedes Haus gehen. Also in jede Wohnung. Also nicht in jede, aber in viele Wohnungen kann man einfach reingehen. Und dann sind hier zum Beispiel ein wenig Mineralwasser. Und dann könnte man zum Beispiel gucken, wer hat hier eigentlich gelebt. Musiker. Environmental Storytelling nennt man sowas. Fallout 4 zum Beispiel macht das auch ganz gerne. Fast schon zu gerne, muss man sagen. Das verlässt sich zu sehr darauf. Eine einfache Ushanka. Eine schicke Fließmütze. Die wir nie zu Gesicht bekommen werden, weil ich einfach mit meinem Aussehen so zufrieden bin. Ein Müsli-Riegel. Hier zum Beispiel könnte man sagen, es hat eine alte Person da gewohnt. Oder jemand, der... Doch, eine alte Person. Oder ein Rollstuhlfahrer. Das ist einfach jemand, der im Rollstuhl sitzt. Der auf Hüte stand. Fließmützen und Ushankas. Könnte man sagen. Muss man nicht. Na nö. Ziemlich moderne Wohnung. Da fehlt eine Tür. Zeige ich gleich nochmal im Flur. Eine Pistole, die schlechter ist als die Pfeiler. Also unsere abgesägte Show finde ich hier das Ding. Was auch schön ist, die Uhren funktionieren in dem Spiel. Der Sekundenzeiger nicht. Aber der Minutenzeiger. Es ist 6 Uhr abends. Ich muss sagen, die Wohnung ist ganz schön sauber. Hier wurde nichts geplündert, nichts durchwühlt. Also nicht wirklich. Post ist hier natürlich, ja klar. Aber geplündert wurde hier nichts. Hier hat jemand geschlafen. Genau solche Details gucke ich mir privat eben ganz gerne an. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Far Cry Primal sagt ja zum Beispiel, keine Schnellreise, bitte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also ob ihr ähnlich spielt. Zum Beispiel. Oder ob ihr sagt, nee, das wäre so gar nicht mein Fall. Ich gehe da lieber zum Ziel hin. Oder ich sprinte zwar nicht. Oder aber gehe trotzdem gerne nach dem Ziel nach. Oder. Was ja auch nicht schlecht ist, ne? Also es hat ja immer seinen Grund. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen. Feindpräsenz entdeckt. Ich habe nicht so viel Zeit. Also habe ich gar nicht die Zeit, mir das alles anzugucken. Andere sagen, ich habe nicht die Geduld, leider.
Ist ja nicht unbedingt was Negatives, ne? Im Bereich nach dem Schlüssel absuchen. Ja, nie. Sleep Aids, Arthritis, Fever Reducers, Dental Care, so Zahnpflegeprodukte. Und sowas gucke ich mir einfach ganz gerne an. Die Schilder zum Beispiel. Your health is in your hands. Did you wash them? Dein Leben, deine Gesundheit ist in deinen Händen. Hast du sie gewaschen? Oder hier einfach so Warnungen lesen. Kann man ja machen. Und dann erfahre ich so ein bisschen darüber, warum ich eigentlich hier bin oder was das hier eigentlich ist. Die Apotheke zum Beispiel ist klar. Aber was gab es so in der Apotheke? Apothekenzugs. Zivilisten sind jetzt sicher. Ja, lass mich mal bitte. Oh, ach schon. Ja, ja, ja. Es müsste mehr als eine Apotheke sein. Okay, das wurde geplündert. Und hier gibt's auch nichts mehr. Na nü. Entweder er hat zwei Liebhaberinnen, zwei Frauen, oder er hat eine Tochter aus einer anderen Ehe. Oder sie. Nee, wahrscheinlich er. Er, sie ergibt ja keinen Sinn. Oh, das ist die Schwester. Kann ja auch sein, ne? Genau, dieses Hä? Zum Beispiel. Ist wieder irgendein NPC, der irgendwo sitzt hier und was sagt. Aber das Spiel reagiert nicht. Er registriert irgendwie nicht schnell genug, dass der nicht in der Nähe ist. Das kapiert es irgendwie erst eine Sekunde später. Da muss doch noch was Besseres sein. Der sitzt eigentlich ganz woanders, ja, ja. Aber für einen Moment denkt das Spiel oder das Sound im Spiel sagt, dass der direkt neben uns sitzt. Für einen Moment, obwohl er ganz woanders ist. Er hat uns gesehen? So schnell? Schweinerei. Uns nicht, aber es ist doch Tag. Es war nicht 6 Uhr abends, es war 6 Uhr morgens, glaube ich. Eine einfache Risikogewinnrechnung. Eine einfache Risikogewinnrechnung. Ja, benutzt ja eh keine mehr. Doch, ich. Bam. Schon irgendwie brutal. Regel Nummer 1. Ein Plünderer erhält eine letzte Warnung. Das Treffen war vor 20 Minuten. Warum die Verspätung? Tut mir leid. Ich hatte Probleme und musste einen Umweg machen. Und was hast du mitgebracht? Ich hab nichts. Es waren zu viele, Mann. Ich musste abhauen. Nichts? Hältst du das hier für einen Wohltätigkeitsbazar? Glaubst du, wir riskieren unseren Arsch, damit du Schutz und kostenlose Mahlzeiten kriegst? Nein, nein. Tut mir leid. Also reiß dich zusammen, sonst wirst du bald feststellen, wie es ist, von draußen reinzuschauen. Wir haben keinen Platz für Totenballast. Das ist die letzte Warnung. Ja, ja, diese Plünderer. Was ist das denn? Ah, Elektroteile. Brauchen wir zum Craften. Ich hatte nichts mehr sein. Kommen Sie irgendwas, bitte. Ja, ich hab nichts. Nur wenn du mich fragst, habe ich was. Aber so freiwillig geben? Nee. Also was anbieten? Größer als das Leben. 50 Zoll, 3D, Full HD. Everything you need in one place, da ist er. Sie. Danke. Sie haben mir Grund gegeben, durchzuhalten. Ja. The power is in your hands. Touch, type, connect. Fishies. Ein Schuss. Ups.
Ein Handy mit Tasten. Und einem Division-Agenten drauf. Ah, du. Oh, das ist unzerstörbar. Kannst du sehen. Imagination is power. Imagine power. Imagine power in your hands. In your hand to create, connect and entertain. Lighter than ever. With new power with new hyper performance mode. This is the new way to experience media. Ein Tablet. Rabatt 25% Black Friday. Ich spiele ja nach, 2 Wochen nach Black Friday das hier. The new era is here. Was? Odea Electronics. Odea Electronics, the very best in electronics and media. Aha. Und als Werbebild haben sie ein zerstörtes oder verlassenes New York genommen. Okay. Wenn es ihnen gefällt. Wenn sie meinen, das drückt ihr Handy am besten aus, dann ja, ein verlassenes New York. Das könnte selbstironisch sein. Dadurch, dass jeder an sein Smartphone guckt, ist die Welt verlassen. Der JTF-Nachschub soll hier eigentlich irgendwo sein, aber er ist nicht mehr da. Also wirklich. Das ist jetzt enttäuschend. Wo ist die denn? Ja? Was? Empfange JTF. Was soll das? Ach, der ist uns. Das steht nicht in deinem Vertrag. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Ich wünschte, ich hätte einen Vertrag unterschrieben. Ich habe nur eine Endnutzer-Lizenzvereinbarung unterschrieben. Die zählt in der EU nicht, wenn sie gegen das Gesetz verstößt. Hm? Was? Welche Rikers denn? Erledigt die möglichst auf Distanz. Achso, ich soll mit dem JTF-Officer sprechen. Die ausbrechen. Lass die Cleaners nicht herkommen. Wovon redet er eigentlich? So, das hier. Das tut weh, wären wir jetzt tot. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung! Feindkräfte nähern sich! So wie dazu. Tangos im Anmarsch! Da lang. Feindkräfte nähern sich. Tangos im Anmarsch. Alle sterben. Stopp. Hey. Ah, wo bist du? Sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Perfekt. Glück für die Stadt, dass sie auf unserer Seite sind. Ja, ein Glück. Stellt euch mal vor, wir wären böse. Es wäre ja langweilig. Da hätten wir ja gar keine Gegenwehr. Keine richtige. So, das ist alles Müll. Ach, guck mal einer an. Eine umgebaute SMG-9. Verglichen mit unserer MP5A4 ist die besser. Mal gucken, ob wir dann ein Ding bauen können, anbauen können. Nee, das auch schon. Nee. Okay, dann eben nicht. So, ich mach mal wieder auf Heimkino, weil es ist mir dann doch zu laut. Auch wenn ich Kopfhörer auf Kopf habe. Also Stereo-Kopfhörer, Heimkino, TV-Lautsprecher ist mir dann doch einfach zu laut. So. Ich bin überrascht, dass die Server noch nicht zusammengebrochen sind. Vorhin gab es ein paar Connection-Probleme, die habe ich auch auf Twitter gepostet. Der hat schon gedacht, ich könnte keine Folge mehr aufnehmen. Das wäre blöd gewesen.
Aber, nee, alles in Ordnung. Jetzt zumindest. Es ging recht schnell wieder. Es hat nur ein paar Minuten gedauert. Irgendwie eine Viertelstunde oder sowas und dann ging es wieder. Und die Entwickler haben sich eigentlich auch recht schnell gemeldet, also der Support. Dass sie bewusst sind und sowas, weißt du. Kennen wir ja. So, Virusforschung. Machen wir aber nicht mehr diese Aufnahmesession, sondern in der nächsten. Ich will ja nicht ohne euer Feedback weiterspielen. Vor allem was hier dann die Erkundung angeht, bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, ja, erkunde ruhig ein bisschen rum. Aber nicht unbedingt immer rumlaufen, sondern eben auch mal sprinten, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Aber nicht die Ziele vergessen. Oder ob ihr sagt, ja, kannst du ruhig so erkunden, wie du willst, das ist egal. Kannst du rumlatschen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Werde ich wahrscheinlich sowieso nicht machen während dem Let's Play, einfach damit es auch ein bisschen vorangeht. Sonst sind wir in 5 Folgen noch nicht beim Ziel. Wenn ich so rumlatsch, dann dauert das echt 10 Minuten, bis ich irgendwie 100 Meter voran bin. Ja, so ganz so schlimm ist es nicht, aber ja. Und ja, schreibt doch mal, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, ich soll rumerforschen, oder ob ihr sagt, nee, konzentriere dich aufs Ziel. Ob ihr sagt, nimm dir Zeit, oder sagt, ob ihr sagt, mach schneller. Oder so wie du es jetzt machst, ist eigentlich ganz in Ordnung. Bin ja mal gespannt. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Zusammenspielen haltet. Ja, wir haben ja, also ich habe es ja jetzt erklärt, wenn man auf normal eine Mission macht, ist das auf der Stufe von der Mission. Wenn man das allerdings auf schwer macht, ist das auf der Stufe von dem höchststufigen Spieler. Also auf der Stufe von dem, vom Spieler mit der höchsten Stufe. Also zum Beispiel, wenn jemand 19 ist und alle anderen sind Stufe 10, dann sind alle Gegner auf Stufe 19. Und mit der Dark Zone habe ich ja auch schon erklärt, das geht nicht, wenn die Dark Zone-Ränge und die Spielerlevel verschieden sind. Dann ist man ja einfach in verschiedenen Dark Zones und man kann auch nicht in die anderen gehen. Das geht einfach nicht. Warte mal. Jawoll. Hui. Das gefällt mir. Hihi. Hui. Ist ein bisschen komisch, dass das durch den Boden kommt. Diese Liebe zu dem Teil der Zerstörung ist schon der Hammer. Pass mal auf. Guck mal. Ich könnte den ganzen Block auseinandernehmen. Stofffetzen runter. Ist ganz, ganz fein. Das war komisch. Super. Jede Teilstufe in dem Spiel ist super. Vor allem was die Zerstörung angeht. So, wir sehen uns aber in der nächsten Folge von Let's Play Tom Clancy's The Division, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme ist das schon. Bis dahin. Ciao. Diese Detailstufe in dem Spiel. Pass mal auf. Die Ziegelsteine fallen runter. So, jetzt sei es aber. Ciao.